Wir sind wieder zurück bei GTA Online und Peter, was machst du da? Peter! Ja, was ist los? Ich fahre eine Runde Bus. Ja, das, Dimitor ist wieder am Start. Ja, hallo zusammen. Hey. Ja, muss ich mal auch sagen. Auch der Tobi wollte noch was sagen. Ich wollte dich nicht unterbrechen bei unserer coolen Bustour hier. Ich bin einfach nur geschockt. Kaum ist der Dimitor wieder mit am Start, haben wir wieder die Bullen hier und das Chaos einfach. Ja, aber ganz geil, krass. Alle eingestiegen. Chaos-Tor-LP. Aber ja, den Tobi müssen wir noch abholen, oder? Genau, nee, nicht den Tobi, der Tobi sitzt da hinten drin. Ah, ja, stimmt. Den Benny müssen wir noch abholen, der ist am Start, der 616, genau. Der ist gerade auch hier beigetreten im Spiel. Wir sind ein wenig geschrumpft, muss man dazu sagen. Der Dennis, der zieht aktuell um, deswegen kann der im Moment nicht mit GTA spielen. Ja, der zieht sich, der braucht ein bisschen länger beim Umziehen, weißt du? Wenn der feiert Karneval. Neu anzieht. Sehr gut. So, und dann ist natürlich noch der gute Gregor Onkel. Da gibt es eine kleine traurige Nachricht, denn der gute Gregor hat uns geschrieben, dass er im Moment nicht mehr so Bock auf GTA hat. Und vielleicht macht er irgendwann mal wieder mit, aber im Moment wird er erstmal raus sein, nicht traurig sein. Aber ist auch verständlich, der hat im Moment super viele Projekte am Hintern. Und ja, ne, wir werden dich vermissen, Gregor. Vielleicht bist du ja bald wieder dabei. Ich hoffe. Man muss einfach sagen, mach mal bist dran schuld, oder? Ja, mach mal von Ameisen. Ja. War zu viel. Und die Servertechnik von GTA vor allem. Die haben ihn rausgeekelt. Ja, die gute Servertechnik. Ja, und wir haben uns einfach mal überlegt, wir machen jetzt eine kleine Busfahrt hier durch Los Santos. Dieses wunderschöne Örtchen, in dem wir schon so viele Reisen erlebt haben. Und es ist immer wieder launisch. Und wir müssen jetzt erstmal gerade den Benny irgendwie einfangen. Ich war gerade schon fast bei euch. Okay, ja, du fährst uns hinterher. Ja. Bleib mal stehen, da hinten kommt er. Debito hat die Bullen abgehängt. Mit dem Bus, weil ich durch habe. Ja, und dann haben wir überlegt, wir machen irgendwelche Superjumps mit dem Bus oder so. Ja, das wäre doch mal was Lustiges. Ist eine richtig schöne Busrundfahrt. Bis nach Ungarn. Oh yeah. Yeah. Und ohne Klimaanlage. Ohne Klimaanlage, natürlich. Warte. Konnten wir uns nicht mehr erlauben. Benny ist da ist der Benny. Ah, da seid ihr doch. Ja, steig mal aus deinem coolen Auto aus, Alter. Der Bus wartet auf dich. Ein cooler Bus, ne? Der Los Santos Transit. Das Geile ist, was man mit dem Bus machen kann, der ist relativ stabil. Ey, mein Auto. Ja, Bennys Auto nicht so. Warte. Ich muss den Debitor, glaube ich, mal ein bisschen lauter machen, gerade. Oh. Sorry. Ja, kein Ding. Dreh mich hoch. Ich bin ja aber hier im Bus, insofern wird das gar nicht so groß auffallen. Mach lauter. Ich mach dich mal lauter, Schatz. Ne? Kennt ihr euch denn hier aus, wo wir hin müssen? Solche Sprungschanzen? Du bist der Fahrer. Du bist der Fahrer. Verdammt. Fahr doch mal hier, genau. Also es gibt, wir waren ja eben an einer, du erinnerst dich vielleicht, die war spektakulär. Halfpipe-Fahren mit dem Bus wäre auch cool. Die war super krass, ohne Scheiß. Könnten auch hier unten in den Kanal einfach fahren. Kanal ist gut. Ich habe gezittert wie bei DayZ, Alter, wenn da so ein Gegner kommt, als du darüber gefahren bist. So, haben wir leider natürlich nicht aufgenommen, war nämlich nicht in der Aufnahme, aber es war ein unglaublicher Sprung. Weil ich zieh mal einfach die Handbremse und rast mal hier rum. Boah, Alter. Übertreib mal nicht. Ah! Boah. Mein Knöchel ist verstaucht. Benni. Aber der Bus hält ganz schön was aus. Was machst du, Benni, da hinten im Bus? Ich gucke aus dem Fenster. Wo sitzt du eigentlich? Ach, du sitzt ja genau, wo hier. Sitzt du eigentlich? Geh mal wieder in die Ich-Perspektive. Ach, jetzt kann ich mal den Kanal. Das ist ja lustig. Yeah. Guck mal, das ist eher ein geiles Bild einfach. Oh mein Gott. Oh, Alter. Oh, ey, Debi, du hast Charakter, sieht so krass androgyn aus. Der sieht ein bisschen aus wie so eine lesbische Frau, die ein bisschen männlich aussieht. Wer meint's? Ja. Ach, guck mal, das 616, bleib mal stehen. Lass den einladen, Alter. Mach mit. Ja, Alter. Juhu. Rein, mein der Bus wird immer voller. Jetzt auch ohne Scheiß, wir passen denn hier rein? Ich hab keinen Plan, Alter. Ich muss nach Meppen. Alter, du bist ein toller Busfahrer. Wieder mit rein? Ja, auf jeden Fall. Weißt du, wir starten mit Genesis, weiter geht's mit Queen. Freddie Mercury. Hier bei unserer schönen Busfahrt. Aber ich brauche eine Sprungschanze unbedingt. Haben wir denn? Oh, warte. Obdachlos, das ist so gut. Oh. Ein Ziel? Gibt es im Leben sowas wie ein Ziel? Sollen wir aber den Sinn des Lebens philosophieren, lieber Benjamin? Geh, Punkt. Warte, ich fahre mal wieder das hier hoch. Das könnte lange dauern. Nee, wusstet ihr, dass der Benjamin G. Punkt, ja, dass der in den 80ern als BG mal ganz erfolgreich war? Ach, er war das? Wo wir gerade bei Queen und Genesis sind. Ja? Ja, schon, du wolltest aus G. Punkt jetzt einen Witz machen, dann hätte ich mich geheult. Ja, Achtung, ja. Der Witz erklärt sich von selber. Boah, Achtung. Das wird abgehen. Oh, Alter, mein Gott. Wow. Nicht weiterfahren, davon ist Wasser. Nicht weiterfahren. Oh, mein Gott. Boah. Oder wir trauen uns was und wir trinken alle gemeinsam. Oh ja, geil. Lasst uns gemeinsam Selbstmord begehen. Vorne ist Blut dran. Wir können das ja machen wie so krassen Sekten in Japan. Haben die sich da auch mal umgebracht, ne? Ja. Was ist hier denn? Ich war noch nie drin mit so einem Bus. Oh, mich auch noch nicht. Ich glaube, ich war hier noch nie drin. Bin ich so häufig in Kanälen wie du? Boah.
Ich glaube, mein Bus ist zu groß für das Loch. Oh. Bitte, bitte, ja, dein bitte. Bus auf jeden Fall, weil sie spätestens seit Let's Play Poker. Genau, dann müsst ihr ja nicht mal einblenden. Ja, gut. Wo bis ich den Clip noch finde, müssen wir mal Let's Play Poker schauen, die Leute. Der Clip war lustig. Ja. Ja, war sehr natürlich. Ja, war leider witzig hier. Ja. Wo wir Demeter auf dem Klo getroffen haben. Oh, oh, wie ganz schön enge der Bus. Welches Poker war das? Poker 3, glaube ich, ne? Making ja, Poker, Poker 3, 3 oder Bahamas, so. Ist, genau. Ich glaube, Gronkh und Sarah zertreiben Unfug oder so heißt das Video. Bin mir nicht sicher. Mit meiner Spezialmission. Sowas machen wir auch sonst nie. Sind wir total seriös. Captain. Warte, jemand finde ich ja wieder raus, glaube ich. Ey, oh nein, nice. Ich glaube nicht. Nein, nein. Oh, oh nein. Okay, ich glaub, rückwärts. Wir müssen zu Fuß weiter, oder? Nee, rückwärts, komm, Alter, Challenge. Ey, du bist ganz gut im Rückwärtsfahren. Ja, klar. Wie lange hast du schon Führerschein, Debitur? 15 Jahre. Oh, das ist schon eine Zeit. Das ist schon eine Zeit, ne? Aber noch kein Busführerschein. Der Benni, du hast auch einen Führerschein, ne? Ja. Und der Tobi? Dann bin ich wohl der Einzige, der keinen hat. Oh. Du hast gar keinen. Oh, nee. Der fährt jetzt auch kein Auto mehr fahren. Trotzdem also, fährt er am okay, tschüss. Von uns in GTA. Aber du warst doch 16, oder? Was? Du warst doch 16, er oder? Er ist noch 16, der Tobi. Ich bin 16, ja. Ja, das war das Problem wegen dem Führerschein. Ich schreie auch nicht mehr beim Pinkeln. Oh mein Gott. Ja, heute so ein bisschen Let's Talk-mäßig, aber wir haben natürlich auch für die nächsten Folgen schon wieder ein paar Jobs vorbereitet. Ja, auf jeden Fall. Und zwar seid ihr da auch gefragt, denn wir... Oh nein. Nein. Alter. Nein, komm schon. Einmal nach vorne. Können wir mal alle nach vorne. Wir hängen komplett. Wir hängen komplett. Können wir mal alle nach hinten gehen? Im Bus? Mal gucken, ob das klappt. Ich glaube nicht, oder? Warte, ich drück mal gegen. Oh, oh warte. Warte, ich drücke. Ah. Warte mal, wenn ich jetzt... Ja. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, komm. Wir haben Gewicht verloren. Nochmal. Boah, es hat geklappt, boah, dass ich dagegen gedrückt habe. Siehst du? Das glauben ja, jetzt geil. Wirklich manche im Video. Sarazar, boah, du bist voll stark. Ja, bin ich. Guck du dir meinen virtuellen drauf. Bizeps an, yo, bitch. Man nimmt mich 50 Walle. 50 Walle. Ja. Ach. So. Ja. Na, komm, wir schaffen's. Ja, ja, das sieht das gut war, aus. Das war aber ein ganz schönes Stück hier drin, kann das sein? Ja. Oh, warte, oh nein. Das funktioniert oh, nicht. Challenge, rückwärts mit dem Bus durch den Kanal. Oh. Ach nee. Oh, das wird nochmal, ich muss glaube ich, aber ja, oh, ich muss nochmal drücken, ja. Ich habe ja. einen Lowrider. Warte. Oh. Oh. Spürst du deine Kraft, Benni? Spürst du ja. deine Kraft? Komm, wir müssen dagegen hauen. Oh. Das sieht aber gut aus. Ey, cool, ich habe an Stärke gewonnen. Warte. Oh ja. Hau mal dagegen. Es hat geklappt, siehst du? Ja, ja, voll. Es klappt tatsächlich, die Leute. Denken, ich wäre blöd. Und damit haben sie auch vollkommen recht. Ja. Ey, pst. Manche denken wirklich noch, ich wäre seriös. Ach, guck mal, wir sind draußen. Also noch nicht. Oh, das ist aber der. Oh, der geht. Nein. Gut, Alter. Krass. An dem werden wir scheitern, glaube ich. Ja. Ich glaube, warte ich nur nochmal Anlauf. Oh, au. Au. Oh. Der Hubbel des Todes. Fahr weiter, fährt sich fest. Passt schon. Ist er bei dir unter dem Auto, oder was? Könnt ihr die unter den Hinterreifen legen, dann habe ich mehr Grip. Könnt ihr da wie im Schnee mit den Holzbrettern. Warte, ich schieb den Wagen mal mit hoch. Warte. Oh, nee. Alter. Der Benni ist so ein Agro-Klaus, ey. Nee, ich glaube, wir haben ein Problem. Ja klar, ey, die Leute denken immer, der ist wirklich hat mich voll der Agro-Klaus, der Benni. Wir sind ja, festgefahren. Hier in Köln ja, ey, der ist, wenn der säuft, weißt du, ist so einer, der kommt aus der Klapsmühle raus. Ja? Und damit meine ich nicht den Club Laden auf dem Ring. Okay, wir können es nicht mehr retten. Also es gibt so einen richtigen Schlagerladen hier, Klapsmühle heißt der auf dem Kölner Ring. Das ganze Jahr Karnevalsmusik. Ey. Ja, echt. Also man kann es ja mal aushalten, aber ist nicht so meins unbedingt. Guck mal, jetzt verprügeln wir die Obdachlose. Guck mal, das finde ich gut. Ach so. Seid ihr drauf? Ey, das ist ein Gangster. Vorsicht, ich werfe eine Granate. Oh. 6, 6, 6. Alter! Oh, boah. Peter, was ist los? Oh. War das ein One-Hit, Tobi? Ja, ich hatte kein Leben mehr. Aber ach, so guck mal, was passiert, wenn man Leichen in die Luft jagt. Ich wollte auf die Leiche treten. Oh, boah. Oh. Ja, da bist du aber auch ganz drauf. Clever. Das sieht lustig aus. Danke, Walle. Oh, die fliegen rum. Mal gucken, was passiert, wenn Debitor... Ach, Debitor bleibt nicht liegen. Die rennen auch im Wasser. Och, Mann, oh. Ey, die sind voll verkohlt jetzt. Alter, ist das mies. Holzkohle? Waren die auch mal ja. Bundespräsident? Oh, die dampfen richtig oh, schön. Geil. Die waren in der Sauna. Oh, hier mal ist gucken, cool. Was passiert, wenn man dann so dem Benni so eine Granate vor den Kopf wirft. Warte, wo seid ihr denn? Da unten? Oh, fuck. Oh. Das geht ja ab hier. Das geht ja ab.
Ja, das war unsere Busrundfahrt. Ich kann ja mal überlegen, ob ich mal einen Job starte. Oh! Hättet ihr noch Lust? Oh, das war knapp. Oder machen wir heute nur Spökes wieder erstmal diese Folge? Nö, eigentlich sind wir doch schon. Ja, wollte ich gerade sagen, eigentlich ja, jetzt, schon. Jetzt ist erstmal out of order. Jetzt haben wir die Kopf am Ass. Obwohl ich nicht, ich bin clean. Der Mr. Gibbons, hier, gib es ihm. Die fliegen noch in die Luft, Jungs. Oh, ich nehme dein Geld, warte. Ja, und ich habe noch die Cops in die Luft gesetzt. Die ist noch hochgegangen. Natürlich, Alter, ich bin alter Granaten-Experte. Und ich klau den Bullen, weil ich hab direkt Cops am Popo? Oh. Wie kann das sein? Ja, du schmeißt mit Granaten um dich. Ja, ich war, aber da war ich doch schon tot, als sie explodiert ist. Ja, man kann ja wohl einen Toten, nicht verklagen und sagen, ey, Alter, Junge. Ja, bin ich auch, ne? Propaganda. Finde ich auch. Und viele Leute haben ja im Moment, wo wir gerade hier rumdüsseln, kann man ja ein bisschen quatschen gerade mal. Die sind alle Autos leer. Viele Leute haben mir gefragt, ey, Sarazar, du machst kaum noch Singleplayer-Let's Plays momentan. Stimmt, hast du leider recht. Ja? Hast du recht? Hat einen Grund. Es gibt im Moment nicht so viele geile Singleplayer-Spiele, finde ich. Und da der Erik ja jetzt Infamous gezockt hat, das haben wir ja uns da abgesprochen. Aber ich werde bald bestimmt wieder ein leckeres Singleplayer-Game unter meine Fittiche nehmen. Aber im Moment gibt es ja nicht so viele Spiele, die mir gefallen. Vielleicht habt ihr Ideen, ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Ich warte natürlich vor allem jetzt auf Watch Dogs. Das wird ziemlich geil. Ja, da hab ich auch Bock drauf. Ja, das wird echt eine Nummer. Das kann man auch im Koop zocken, ne? Einer mit einem Tablet und der andere so. Ja, mit dem Tablet? Willst du mir Käsebrote schmieren oder was? Ja, wenn du Käse magst. Ja, also kommt drauf an, welchen. Bei diesen Gesprächen in GTA Online artet das Wort Käse immer schnell in was anderes aus. Ja, stimmt schon. Ja, vor allem, wenn wir über Watch Dogs reden, wenn der Dennis gar nicht dabei ist. Geht nicht. Ja. Der alte Hund. Ja. Wie viele Leute stehen denn jetzt verstehe, hier rum? Verstehe, Tobi, ich verstehe schon. Boah. Wie viele Bullen haben wir denn bitte am Arsch? Ich habe total, einen Pickup in die Fresse bekommen. Oh. Und damit meine ich nicht das leckere Snack. Product Placement, Werbung, für die ich kein Geld bekommen habe. Es gibt natürlich auch noch viele andere Schleichwerbungsmöglichkeiten. Zum Beispiel sind Twix und Snickers auch total lecker. Guck mal, da will einer den Bus befreien. Befreit den Bus. Ah! Was soll das, Jungs? Ich dachte, du wärst ein Cop, Entschuldigung. Ja, klar, Tobi. Ich glaube. Was? Oh nein. Ich kann es nicht sagen in der Öffentlichkeit. Also. Was? Huch, bin leider wieder. Boah, Alter. Nice. Der war, wir können gut mit dem Auto den Bus da rausschieben, oder? Der Bus ist schon draußen. Alter, ach, ja, raus. Mann. Ab in den Bus. Okay, dann geht's weiter mit unserer Busrundfahrt. Achtung, ich komme. Guckt hier. Alter. Oh. Was war denn da los? Warte, ich komm mal runter. Für die Bullen. Ich will mitfahren gerne. Wer sitzt am Steuer? Oh, die Cops. Okay, die weiter Cops geht's. Die Cops sitzen am Steuer. Oh, drei Sterne, Alter, im Bus. Oh, da kann der Alter was wolkig werden. Baby, du, da ist er. Spring schnell rein, Alter. Danny, ballern uns weg. Schnell, Peter, spring rein, Junge. Peter, rein. Peter. Oh, nein. Peter. Oder jetzt rein. Oh. Ah, komm hier. Alten Nurken. Oh, geil. Steig einer mit direkt drei Sterne. Was ich auch geil fand, war das Let's Play Verstecken. Ist halt auch, aber so eine Bustour haben wir auch noch nie so richtig gemacht. Warum? Was ist Oh, wir stecken im Wasser fest. Nein. Och, Mano. Das ist doch ein Scherz. Hä, ja. Wieso? Da müssen wir den Bus rausschieben. Achso, die Bullen. Ich hole mir eine Karre. Aua. Lauf mal. Warte. Ich kann man eigentlich den Kopfwagen jetzt so klauen, wenn die da noch drin sitzen? Springt mal raus, bitte. Okay. Ja, ich muss bitte was? Ja, ich ramm dich gerade. Oh, ich bin tot. Ich ramm dich. Nee, der Bus hängt irgendwie fest. Von hinten vielleicht mal, also, ja. Hinten. Vielleicht geht der auch nicht mehr. Okay. Ey, das wäre ja lächerlich. Bei der Füße, was ist denn da für ein Motor? Was ist das denn für ein Modell? Der sieht doch voll neumodisch aus. Das war einer von diesen Hybrid-Modellen doch bestimmt. Hybrid? Und Tobi geht? Nee, geht. Ich bin auch tot jetzt. Geht ach, Mann, Peter, schieb mal den kleinen Meter. Du kannst in der Mitte fahren, ne? Und der Bus bleibt stecken. Ja, der Bus ist halt schwerer. Dadurch wird er weiter nach unten gerückt. Dafür jage ich den jetzt in die Luft, oder? So komm mit einer schönen Haftbombe. Oh, fuck. Dann hau ich mal hier ab. So ein kleines Feuerwerk hier. Guck mal hier. Lalala. Komm rein, Walle. Lalala. Hier. Warte, ich hab keine Cops. Oh, verdrück achso, du hast keine Cops. Ich wollte hier ein Feuerwerk machen. Weißt du? Richtig schönes Feuerwerk. Yo! Okay, Zündung! Oh, langsam habe ich auch wenig Geld nur noch. Oh, komisch. Ich habe auch nur noch 18.000. Okay. Wollt ihr dabei sein, während das ja, in die Luft fliegt? Bitte. Also, ich bin schon da. Okay, wer ist noch am Start? Wer will warten? Hier für das große Feuerinferno. Ich komme. Ich habe auch nicht mehr viel Energie. Ich warte auf euch.
Oh nein! Damit ihr euch das auch anschauen könnt, alle Mann. Oh nein, die haben mich! Vielen Dank. Ich seh's von oben. Für die Bomben. Bin bereit. Okay, seid ihr ready? Jo! Badadadabam. Der Bus ist befreit, los! Ja, der Bus ist auf jeden Fall. Jetzt steigen wir nochmal ein. Können wir wieder einsteigen, das wäre geil. Das wäre der Hammer, ne? Nee, da geht nicht mehr viel. Oh! Oh! Alter, der Kopf hat mich vergewaltigt. Alter, schon mit einem guten Anwalt, ja? Ist da unten noch jemand? Nee, ne? Ich nicht alle mehr. Tot. Nee, wir haben auf jeden Fall viele Jobs noch auf Lager jetzt für die nächsten Episoden. Wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, da haben wir mal nach Slay Massive Jobs gegoogelt. Ja, könnt ihr gerne mal unsere Nicknames so ein bisschen in die Jobs reinmachen, wenn ihr da welche für uns machen wollt. Wir haben jetzt tatsächlich auch mal geschaut. Let's Play Onkel hat zum Beispiel ein paar richtig geile Jobs gemacht. An dieser Stelle liebe Grüße, da werden wir ein paar ausprobieren. Currywurst übrigens heute auch nicht am Start, der hatte keinen Bock, der musste heute auch mal chillen. Deswegen bei dieser Session in den nächsten Folgen ein bisschen kleiner, aber wir sind ja hoffentlich euch auch noch genug. Ah! Ey, ich will mitfahren. Weiß jetzt das, sorry. Komm, dann holen wir hier den Jeep. Das geht natürlich. Oh. Ey! Ey, mal ein bisschen akkurater fahren. Das wird auch mal eine Challenge. Menschen jonglieren. Ja, wer weiterkommt im Team? Eigentlich geile Challenge. Oh, ich hab verloren. Auch mit. Okay. Dann machen wir jetzt mal. Fangen wir an. Komm, die machen wir gerade noch hier zur Folge. Okay, ihr müsst dann umsteigen. Warte, von hier vom Gulli. Ich zähle die Sekunden, die wir fahren, die ich draufbleiben kann. Aber du musst immer im Fahrt bleiben, okay? Okay. Ich stelle mich bei allen gleich hin. Sonst wäre das ja unfair. So ungefähr zumindest. Ich stehe jetzt auf der Motorhaube vorne, ne? Mhm. Okay. Okay, 1, 2, go! 1, 2, 3, 4. Höhe. 4 Sekunden. Tobi, jetzt ist der... Verloren. Ich mach mal für den Peter Platz hier. Gleich mal oben. Ach so. Ja, Peter, du musst jetzt umsteigen. Und jetzt war ich, ne? Okay. Ja, der will Stress mit mir. Ja, mich hat auch einer umgehauen, glaube ich. Ich glaube, das war eigentlich beim Tobi. Ich glaube, es war einfach... Los! Das ist ein Environment-Pech. Danke. Guck mal, wieder die Aggro. Alter. Okay. 1, 2, 3, go! 1, 2. Oh! Oh! Ey, 2 Sekunden. Das war auf jeden Fall Rekord bisher. Komm, Benni, mach du auch mal. Okay. Oh, warte, ey. Sorry. Ey, du bist voll der Aggro. Alter, ich dachte, wir haben Kumpels. Ich wollte da drauf. Wie komme ich da drauf? Einmal springen. Ja. Ich warte noch, bis du oben bist. Debbie. Springen. Ah, jetzt. Okay. Okay. 1, 2, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voll ganz chillig, 7, ey. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, oh. Boah, 14 Sekunden. Aua. Absolut souverän. Ich habe eine Granate noch in der Hand. Das gilt es jetzt zu schlagen vom Tobi. Ja, er hat schon gewonnen. Ja, komm, jeder noch eine zweite Runde. Du musst doch einmal, oder? Ah, soll ich mal machen? Ja, genau. Ja, mach ich mal gerne. Ja, spring mal drauf. Ich krieg wahrscheinlich besser hin als eine Sekunde. Peter macht eben schnell die Motorhaube. Ja, spring drauf. Genau, mit die glatter ist. Einer muss auf die Motorhaube. Warte, Kopf war auch noch sauber. Okay, seid ihr ready? Ja. Ja, okay, 2 Leute reichen ja. Okay, 1, 2, go. 1, 2, oh nee, das geht nicht. 1, 2, 3. 4. Aber ey, den Crash habe ich überstanden. Aua, ey, Alter. Was geht bei ihm denn? Ich wollte mal nicht reintreten. Aggro Klaus, ey. Das ist cool. Das ist ja auch nice. Ey, ich dreh mich in der Mitte und hier spiel ich drüber. Da kann man so finden doch immer. Reschi ist auch hier, ey. Hi, Reschi. Alter, Holding. Bin du scheibe sauber. Zur Begrüßung erstmal einen Schlag in die Fresse. Hey. Alter, wie nett du bist heute wieder, Tobi. Was hat denn Flugzeug? Oh, Alter, aua! Alter! Heute wieder mal 6, ne? Heute wieder mal. Steig mal mit ein, vielleicht können wir ja losfliegen, das wäre nice. Ja, genau. Aber nice, das war auch lustig. Sie sagen heute ganz viele Mini-Challenges, Busfahrt, Explosion und alles. Jetzt ein Flieger. So, eigentlich ganz witzig. Geh doch hier rein, Mann! Andere Seite. Ach so. Oder steigst du immer durchs Fenster ein? Ja, rein mit dir, Junge! Ach cool, da sind wir alle drin. Ja, geil. Das wäre doch ein richtig geiles Ende. Wo Debitor mal geflogen ist. Das war gut, oder? Von der Schule oder was? Oh oh. Alter, das haut doch niemals hin. Was hat er vor? Wenn in 3 Zügen im Flugzeug? Oh mein Gott. Ja, eher 10 Züge, hm? Oh, sieht aber nice aus.
So krass, was der 616 immer hinkriegt. Ich bin ja auf dem Bahamas tatsächlich mal Pilot gewesen. Ne? Für so 2-3 Sekunden. Boah! Konntest du mal den Knüppel in die Hand nehmen? Ja, durfte ich mal. Das war schon spannend. Ah, sehr gut. Muss ich sagen. Das Fliegen war auch gut, ne? Das Fliegen war auch gut, obwohl ich nicht wirklich geflogen bin, ne? Also mal so ganz leicht da links, mal ganz leicht nach rechts. Ich hab das dann lieber dem Profi überlassen. Einem Profi. Dem Erik. Aus den Bahamas, voll der lustige Typ, so. Er hat wahrscheinlich erst mal 5 Tüten geraucht und dann ab in den Flieger. Also ja, es war schon lustig. Ich glaube auch, kein deutscher Pilot hätte mich da mal rangelassen und gesagt, ja, steuer du mal das Fliegerchen hier. Nimm du mal den Knüppel in die Hand. Nee, die sind landet ja der jetzt da? Landet der da? Oh, Alter! Wow! Schön! Kleiner Stunt, hä? Ja, auf jeden Fall. Das haben wir letztens auch in echt gemacht. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja, das war in Bahamas, habe ich das dann gemacht, ne? Bin ich einmal quer durch so ein Riesenrad. Auch eine geile Challenge. Ah, das steht ja hier am Offline-Mode, oder? Nee, das fährt. Ja. Nee, ja, ich glaube, das fährt, aber du kommst halt nicht rein. Genau, wir kamen nicht rein, das war das Problem. Aber das ist schon gefährt. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Episode machen wir dann mal wieder ein Jöbbelchen, oder? Ja, genau, wäre das ein perfektes Ende im Flugzeug, oder? Ja, eigentlich super, ne? Sollen wir hier rausspringen und uns umbringen? Wollen wir? Das wäre eigentlich auch ganz cool. Komm, Massen-Selbstmord noch zum Abschluss. Ja, okay. Geil. Okay, 1, 2, 3. Y! Juhu! Oh, ich bin im Flieger! Oh, ich hab meinen Fallschirm. Mach den Fallschirm auf? Ja, meiner ist automatisch auf. Nö, ich mach den auch nicht auf. YOLO. YOLO auf dem Golfplatz. Alter, meiner ist halt. Oh. Oh, Quatsch. Oh, ich bin irgendwie. Ja, das hat weh. Und damit verabschieden wir uns. Tschüss, liebe Freunde. Ciao. Und wieder eine neue Episode von GTA Online vergangen. Busfahrt haben wir gemacht, kleine Explosion, ein paar Spirenzchen mit der Karre, mit Autosurfing USA-Style, Los Santos-Style. War ganz witzig. Und in der nächsten Episode, was machen wir dann? Mission, oder, Freunde? Ja, würde ich sagen, oder? Bisschen Action. Wobei, die Folgen sind immer die coolsten irgendwie. So, wo man Scheiße macht. Ja, das ist mal so, würde ich sagen. Wobei ich das Verstecken auch noch gefeiert habe. Und vielleicht habt ihr auch immer noch Ideen, auch nach 100 Millionen Folgen, was wir machen können. In GTA Online. Und wie gesagt, gerne könnt ihr Jobs einreichen. Bis dahin, ciao! Ich bin wieder da. Hallo? Ich bin wieder hier. Aber wenn man einmal drin ist, dann geht's ja auch schnell. Wenn man einmal drin ist, dann geht's ja auch schnell. Okay. Ah, schön. Kann ich dir recht geben. Immer so schön, ne? Ja, war echt schön. War schade, dass ich das nicht im Let's Play gesagt habe. Ja, schön, dass ich es aufgenommen habe. Wenn einmal läuft, dann läuft.